Die dritte und letzte Tourwoche, sie wird eingeläutet durch eine weitere Etappe durch die Pyrenäen, durch eine weitere Bergetappe mit Start in Pas de la Casse. Und dann geht es nach Saint-Gaudens, etwas flacherem Gebiet, also raus aus den Pyrenäen, aber eben doch noch einige kniffligere Anstiege, nicht selektiv genug, um interessant zu sein für die Gesamtwertung, aber eben dadurch dann ganz besonders spannend für die Ausreißergruppe. Wir sehen es hier, wir haben eine lange Abfahrt zu Beginn. Bin mal gespannt, ob sich da schon Fluchtgruppen bilden können oder ob das dann erst in diesem ersten Kategorie 1 Anstieg, den wir hier gerade gesehen haben, ist, am Col de... ich hätte jetzt gesagt der Col de Port, aber grundsätzlich ist es so, dass, hier im Spiel sind nur 3 Bergwertungen eingezeichnet, bei mir im Tourbuch sind es 4, denn dieser kleine Anstieg kurz vor Ziel ist als Kategorie 4 Berg eingetragen und dementsprechend da dann vielleicht nochmal die Möglichkeit für die Ausreißergruppe, für einen Julien Alaphilippe, diese Etappe für sich zu ziehen. So, wir gucken mal hier auf die Tagesform. Ich hatte mit dem Gedanken gespielt, Søren Krogh Andersen in die Ausreißergruppe zu schicken, aber der hat halt schon, gefühlt hat er halt immer eine schlechte Tagesform, was ein bisschen ärgerlich ist. Dafür hat Donovan eine sehr gute Tagesform, hat sich nach dem Ruhetag, den wir gestern hatten, ein bisschen erholen können. Und dementsprechend versuchen wir es dann mit Donovan in die Ausreißergruppe zu gehen. Und gucken mal, was das wird. Und sollte die Ausreißergruppe nicht durchkommen, haben wir dann mit Thijs Benoot noch jemand Starken im Hauptfeld, im Feld der Favoriten, mit Søren Krogh Andersen an seiner Seite. Das heißt, für beide Rennausgänge wären wir dann gerüstet. Aber jetzt müssen wir es natürlich erstmal mit Donovan in die Ausreißergruppe schaffen. Wir haben ja jetzt schon ein paar Mal gesehen, dass das mit ihm gar nicht so leicht ist, weil er halt wirklich nicht der allerstärkste Fahrer ist. Aber jetzt mal, dass wir frühzeitig nach vorne gefahren kommen. So, geht da die Lücke irgendwo auf? Hier. So. Es geht ja den ganzen Startbereich erstmal schön bergab. Das heißt, ich kann ehrlich gesagt nicht ganz einschätzen, macht es das eine Ausreißergruppe leichter oder schwerer? Ist für mich nicht so ganz klar. Werde ich heute mal besonders drauf gucken. Ja, am Ruhetag habt ihr ja jetzt dann keine Folge bekommen oder kein Video heute oder gestern bekommen. Habe ich gestern keins hochgeladen, habe den Ruhetag dann auch mal für mich genutzt. Die Uni, sie hat gerufen und ich musste diesem Ruf nachgeben. Bauke Mollema, der ja auch schon Etappensieger geworden ist bei der Tour de France. Ich glaube, es war Etappe 14, die er für sich gezogen hat. Und an dessen Hinterrad hängen wir uns jetzt einfach mal. Lässt uns das Hauptfeld fahren? Das ist jetzt natürlich die spannende Frage. Wie sehr kann man hier überhaupt Vorsprung rausfahren? Auch das ist ja nicht so ganz klar. Okay. Gut, da haben sie wieder direkt wegattackiert. Versuchen wir über diese Ebene wieder dran zu kommen. Und das sieht auch ganz gut aus, glaube ich. Wobei, so leicht fällt es mir gar nicht. Also das ist hier schon wirklich knifflig. Hier jetzt vielleicht in dieser Linkskurve. Auch nicht so ganz. Machen die da vorne natürlich Tempo wie die Berserker. Warum bin ich da rausgefallen? Na klar. So, jetzt. Jetzt lassen sie mich wieder ranfahren. So. Baron Barguil möchte in die Ausreißergruppe gehen. So, wenn wir jetzt mit Gegnern kooperieren, reicht das schon? Nee. Da gehen wir mal auf Angriffen folgen. Und nicht kooperieren. Okay, das mit dem Angriff folgen hat nicht geklappt, Donovan. Ich möchte doch einfach nur die Ausreißergruppe. Ich habe das Gefühl, Donovan steht da nochmal unter einem ganz besonders schlechten Stern in allem, was er tut. So, Cyril Gauthier. Da fahren wir gerade mal nach vorne. Da ist auch Julien Alaphilippe. Na klar ist der da in der Ausreißergruppe. Das haben sie gut hinbekommen, dass Julien Alaphilippe bei allem, was irgendwie den Titel Ausreißergruppe trägt, dabei sein muss und will. Dieser Gire und manches. Manches ist auch relativ gut gefahren. Habe ich mich auf Etappe 15, glaube ich, gefragt, wer ist denn dieser Vontigoubert-Fahrer, der da noch so ewig dabei war? Und natürlich auch, dass ich jetzt dann nicht so viel Ahnung vom Radsport habe und nicht direkt wusste, wer das ist. Aber der ist dann für meine Wahrnehmung doch sehr ordentlich gefahren. Würde jetzt wirklich gerne... Ich glaube, die Ausreißergruppe ist weg, oder? Wobei, 21, 30 Sekunden lässt man doch garantiert nicht fahren, oder?
fällt es wieder zusammen. Dann Donovan wieder Angriffen folgen. Das wird ganz schön kompliziert, hier wegzukommen. Einmal mehr, der Kampf um die Ausreißerkoppe sehr intensiv. Aber jetzt, endlich hat sie sich gefunden. Stark besetzte Ausreißergruppe. Igita ist da dabei. Junior Lafleep sehe ich da vorne natürlich auch noch mit rumstrahlen. Also starke Ausreißergruppe. Da werden wir mit Donovan natürlich nicht Favorit Nummer 1 sein um den Etappensieg. So, aber jetzt können wir auch wieder ein bisschen allgemeiner reden, weil wir jetzt ja endlich es hier geschafft haben, in die Ausreißergruppe zu kommen. Also, heutige Etappe für meine Begriffe wie gemalt für Simon Geschke. Ist natürlich... Bei dieser Tour de France ist es halt auch einfach nochmal, es ist glaube ich so ein Trend der letzten Jahre, der jetzt nochmal so richtig deutlich hervortritt, dass einfach die Ausreißergruppen so viel umkämpfter sind als früher. Also klar, es gibt dann immer noch die Flachetappen, wo keiner so richtig Bock hat, aber auch dieses Jahr gab es ja auf diesen Flachetappen oder flacheren Etappen interessantere Ausreißerkonstellationen. Wenn ein Wout van Aert oder Mathieu van der Poel mitgefahren sind, dann war das Rennen direkt ganz anders. Ja, und dementsprechend sollte Simon Geschke es da heute in die Ausreißergruppe schaffen, könnte das eine Etappe sein, die ihm da perfekt liegt. Also dieser Col de la Porte, den wir jetzt auch hochfahren, dieser Kategorie 1 Berg, klar, könnte eine Spur zu hart für ihn sein. Aber wenn jetzt vielleicht die Ausreißergruppe nicht ganz so stark besetzt ist, also ich meine ein Julien Alaphilippe, ja, der ist jetzt auch, also der, klar, das ist immer noch ein Weltklasse-Puncheur und auf hügeligem Gebiet ist er wahrscheinlich immer noch einer der Besten der Welt. Aber der war auch schon mal besser in Form bei einer Tour de France, als er das dieses Jahr ist. Oder zumindest, der war auch schon mal noch stärker. Ist natürlich immer noch ein hervorragender Rennfahrer, gar keine Frage. Das heißt, mit so einem Kaliber könnte ich mir vorstellen, dass der Simon Geschke da auch noch die härteren Berge der heutigen Etappe noch gemeinsam mit hochkommen würde. Und dann ist Simon Geschke schon so ein guter Etappenjäger, dass er vielleicht auch mal dann den anderen Ausreißern ein Schnippchen schlagen könnte. Gleich an diesem Kategorie 4 Anstieg, dann kurz vor Ziel eine Attacke reinfahren oder der richtigen Attacke mitgehen. Also, sagen wir es mal so, wenn Simon Geschke jetzt in die Ausreißergruppe schafft und da jetzt vielleicht nicht direkt, keine Ahnung, irgendein Fahrer, der in der Gesamtwertung wieder auf Platz 3 fahren möchte oder irgendwie die stärkste Ausreißergruppe aller Zeiten da am Start ist, würde ich mir, glaube ich, schon Hoffnung machen auf zumindest ein Top-Ergebnis für Simon Geschke. Wir sind jetzt hier still und heimlich ausgerissen. Einfach mal gut um eine Kurve rumgefahren und das Tempo ein bisschen verschärft. Oh, da unten wird über uns geredet. Ein junger Kletterer, der sich noch deutlich verbessern muss. Sehe ich persönlich anders. Donovan ist definitiv schon einer der allerbesten Fahrer der Welt. Naja. Aber kommt hier zumindest ganz gut den Berg hoch. Wenn wir die anderen schon mal ein bisschen unter Druck setzen. Da muss Astana die Nachführarbeit leisten. Astana zu zweit da in der Gruppe, sehe ich das? Ah ne, das ist ein B&B-Fahrer. Hat Higita hier jetzt die Lücke endgültig zugefahren. Haben wir die anderen schon mal ein bisschen unter Druck gesetzt. Bisschen proaktiv genervt. Jetzt Higita von vorne weg. Ja, ich glaube, da können wir auch ein bisschen schneller hochfahren. Das ist jetzt natürlich auch so eine Etappe, die wieder relativ lange in der Aufnahme geht. Ich weiß, normalerweise würde ich das einfach rausschneiden, aber bei diesem Let's Play ist es einfach so, dass ich möglichst viel der Tour de France transportieren möchte und möglichst viele Etappen transportieren möchte, weil ich ja sonst auch eher in meinen Tour de France Videos, also im Pro-Kapitän-Let's Play, schneide ich ja wirklich sehr, sehr viel raus. Da würde ich euch jetzt die letzten Kilometer zeigen oder und dann nochmal den Schlusssprint oder sowas, weil ich einfach möglichst viele Etappen machen möchte. Und um da jetzt mal so ein bisschen Kontrapunkt zu setzen, um das auch mal ein bisschen in einem anderen Stil zu machen, jetzt aber nur auch zur Tour de France, hier jetzt sozusagen ohne Schnitt. So, Bagui von vorne weg. Ein bisschen vorspulen können wir aber, denke ich, schon. Ist natürlich etwas energieintensiver vorzuspulen und man kann das effektiver gestalten, wenn man eben nicht vorspult, sondern komplett selber steuert. Aber mein Gott. So schlimm ist jetzt auch nicht. Jetzt müssen wir allerdings schon schauen, dass wir nach vorne gefahren kommen. Es geht auf die Bergwertung zu. Dann müssen wir natürlich Dijbenaud den Dienst erweisen, hier möglichst viel zu punkten. Alaphilippe da nicht näher rankommen zu lassen.
der da jetzt fährt. Das heißt, dann machen wir zumindest für Alaphilippe hoffentlich die Tür zu. Ja, das sieht gut aus. Ja, da muss Alaphilippe ganz außen rum. So. Und dann ist es... Wer ist es? Bagil oder... Alaphilippe... Oh, dann hat er sich Alaphilippe die Bergwertung gewonnen. Ja, das gefällt mir natürlich nicht so gut. Donovan ganz schön am Pumpen. Sicherlich nicht der stärkste Fahrer am Berg. Ich glaube, sein Antritt und sein Sprintwert sind relativ bescheiden. So, jetzt müssen wir hier irgendwie heile durch die Abfahrt durchkommen. Und eben möglichst energieeffizient. Aber das ist, glaube ich, auch kein großes Problem, wenn Chavez uns da jetzt nicht so sehr auf die Nerven geht. Allerdings so richtig rankommen tun wir jetzt gerade noch nicht. Sehr kurvig die Abfahrt. Die Kurve haben wir wirklich mit vollstem Risiko genommen. Nein! Ich fahre aber auch gerade schlecht. Kinners. Das ist jetzt natürlich sehr dämlich von mir. Ja, ich nehme es jetzt gerade relativ früh morgens auf, weil ich wieder einen ziemlich vollgepackten Tag habe. Ich schieb diese nicht vorhandenen Fahrkünste dann jetzt einfach mal ganz frech darauf, dass ich erst einen Kaffee-Intus habe und noch nicht zwei oder drei und noch nicht ganz wach bin. Aber ist natürlich sehr ärgerlich. Kostet jetzt hier Kraft, die wir wahrscheinlich dann hinten raus nicht mehr haben werden. Wenn wir uns da zumindest an Chavez dranhängen, jetzt einfach erstmal. Und uns dadurch ein bisschen regenerieren, aber jetzt müsste Chavez dann auch erst nochmal die Lücke zubekommen und das sind halt 18 Sekunden. So, 15, 14, jetzt kriegen wir es langsam zugefahren. Aber auf der Abfahrt haben wir natürlich nicht so viele Kräfte gespart, wie eigentlich geplant. Also da werden die anderen sicherlich deutlich besser erholt rauskommen aus der Abfahrt. Weil, boah, also die fahren hier auch wirklich schnell den Berg runter. So, jetzt haben wir es endlich. Halleluja. Und dann sind wir jetzt am Ende der Abfahrt angekommen. So, dann beteiligen wir uns erstmal nicht an der Führungsarbeit, sondern ruhen uns ein bisschen aus. Und hoffen wir, dass die Ausreißergruppe uns da nicht sofort rausschmeißt. Und jetzt können wir uns auch wieder beteiligen. So, es geht auf den Zwischensprint zu. Könnten wir mit Kees Bol fahren? Ah, ganz ehrlich. Lieber passe ich hier jetzt drauf auf, dass Donovan da nicht rausfällt. Weil das grüne Trikot mit Kees Bol... Ich muss es so sagen, habe ich abgehakt. Vielleicht geht da nochmal was in Richtung Etappensieg irgendwann mit Kees Bol. Aber das grüne Trikot ist weg. Da habe ich keine Chance mehr. Und das ist auch zu frustrierend, mit Kees Bol zu sprinten. Das, ja, ich soll jetzt keine persönliche Anfeindung gegen Kees Bol sein. Aber in diesem Spiel ist es einfach nicht möglich, mit ihm da so richtig um Etappensiege mitzufahren. Beziehungsweise um Etappensiege vielleicht an einem richtig guten Tag, wenn alles perfekt läuft, vielleicht schon mal. Aber ums grüne Trikot, das geht leider wirklich nicht. So, wir gehen in die zweite Schwierigkeit des Tages rein, der Col de la Croix. 80 Kilometer vor Ziel, 13 Kilometer geht's bergauf bei einer durchschnittlichen Steigung von 6,6%, also durchaus ein harter Berg, ein sehr gleichmäßiger Berg. Wo ist Alaphilippe? Er ist in der Gruppe, die so ganz knapp da hinten dran hängt. Glück, wenn er jetzt aber auch wieder zufahren wird, denke ich. Gut. Ah, Van der Poel. Ah, Van der Poel hat mitgesprintet ums grüne Trikot. Kees Bol hat mitgesprintet ums grüne Trikot. Naja, gut. Hat es wahrscheinlich jetzt auch nicht viel schlechter gemacht, als ich es gemacht hätte. Also langer Anstieg, da können wir auch wieder vorspulen. Und hoffen, dass Donovan da heile mit drüber kommt. Denn wenn ich den jetzt voll durchlaufen lasse, dann geht die Folge über 2 Stunden. Ihr seht, es ist wirklich ein sehr langer Anstieg. Jetzt so langsam. Wo kommt die Verpflegungszone? Okay, sie kommt nach dem Berg. Das heißt... Da können wir uns die Gels gönnen. Dann machen wir das jetzt auch. 5 Kilometer bis zum Gipfel. Wird trotzdem schwer für Donovan, da noch mit rüber zu kommen.
2,4. Und die ziehen hier jetzt mächtig das Tempo an. Da vorne in der Linkskurve. Da kann ich vielleicht wieder ein bisschen reinfahren. Oh, aber ich glaube, ich falle hier jetzt gleich schon raus. Das Tempo kann ich nicht lange mitgehen und ich wette, die werden noch die Kraft haben, den Bergsprint überhaupt jetzt erst nochmal anzuziehen. Und dann verabschiedet sich Donovan hiermit ganz herzlich aus der Ausreißergruppe. Da fällt noch Igita raus, ebenso noch ein Fahrer von Arjou d'Isère. Paré-Pindré. Und Chavez ist da noch hinter uns. Aber wie lang ist die Abfahrt? Naja, geht schon ein bisschen. Also wenn ich da jetzt um Lichtjahre besser fahre als die Abfahrt gerade eben, dann komme ich mit Donovan vielleicht nochmal da rein. Aber so richtig den Glauben habe ich nicht. Dann ist halt auch sofort schon über 50 Sekunden. Also das wird sehr, sehr, sehr schwer. Aber ich probiere es natürlich. So, und dann geht es jetzt hinein. Ich werde mal wieder voll drauf konzentrieren. Dann gucken wir mal, was so geht. Wenn wir hier schon die erste Spitzkehre, das ist natürlich hervorragend für dieses Vorhaben. Da sind wir schon mal am ersten dran. Den haben wir jetzt natürlich direkt vor der Nase. Das ist ein bisschen nervig. Den würde ich gerne loswerden. Sind wir an Chavez. Dann. So. Natürlich auch keine Kurve, in der man so richtig Zeit gut machen kann. In diesem Stück, da müssen wir rein attackieren. Und dann wieder raussprinten. Ja. Also es geht schon ganz gut steil bergab, aber es sind halt immer noch 57 Sekunden. Jetzt kommt hier ein Flachstück. Ich meine, die fahren jetzt natürlich schon nochmal schönes Tempo. Ja. Und ich fahre wirklich heute nicht gut, leider. Das wird leider ganz schwer. Jetzt auch schon über eine Minute. Wir gehen mal auf Kooperieren, gucken mal, was noch passiert. Ja, der Vorsprung wird eher noch größer. Oder? Muss ich mal hinten dranhängen, weil das sonst nichts wird. Okay. Da ist ein bisschen was auseinandergefallen, aber Beno ist bei der Gruppe der Favoriten mit dabei. 50 Sekunden. Ja, aber selbst wenn Donovan da nochmal drankommt, wird er am nächsten Berg halt wieder abgehängt. Ich wechsle auf Beno und versuche mit ihm da ein gutes Ergebnis einzufahren. Beno heute mit der exzellenten Tagesform, das heißt, da geht vielleicht was. Und vielleicht kann Chavez, wenn er hier über diesen Kategorie 2 Berg mit drüber kommt, bei einer Attacke von Tige Beno als Relaisstation dienen. Gut, nein, kann er nicht. Donovan ist zurückgefallen ins Feld. Na gut. Der Col d'Aspet. Das sind auch nur noch 1 Minute 8 für die Ausreißer. Ohnehin schon schwierig genug. Jetzt gibt es hier dann nochmal die Abfahrt runter. Kann sich Beno nochmal erholen. Hoffentlich. Vollständig. Oder muss ich da eingreifen? Nee, das geht schon. Blauer Balken wird heute nicht zum Problem werden. Es geht einfach darum, wer hier im geschickten, im richtigen Moment die Attacke setzt. Ist das Van der Poel, der sich da in den Wind klemmt und Nachführarbeit leistet? Sieht ganz danach aus. Die Gita setzt die Attacke. Spannend. Jürgen Hart und Thomas. Also richtig leidenschaftlich ist die Nachführarbeit nicht. Donovan ist auch weiter aus dieser Gruppe zurückgefallen. Ja. Na gut. Also eine Minute noch, das könnte auch reichen für Julien Alaphilippe, der da jetzt alleine vorne ist. Ich möchte jetzt eigentlich nicht so sehr im Wind fahren. Das soll der Ineos-Train mal alleine machen. Ich möchte natürlich schon auch vorne sein und reagieren können, wenn eine wichtige Attacke losgeht. Igita, der heute auch schon den ganzen Tag in der Ausreißergruppe war, das ist jetzt nicht so die wichtige Attacke. Ah, Van Aert ist es, der sich hier in den Wind klemmt und Nachführarbeit leistet. Vorbildlich, junger Mann. Fürs Team, hä? Für den Primus. Reduzierte Gruppe. Reduziertes Peloton.
52 Sekunden noch. Jetzt ist Mollema vorne. Also gewinnt er eventuell auch hier im Spiel eine Etappe. Wobei jetzt da wieder mit Alaphilippe zusammen unterwegs. Alaphilippe dürfte den besseren Punch haben in einem Schlusssprint. 56 Sekunden. Das Hauptfeld ist sich nicht so hundertprozentig einig, wer da jetzt nochmal zufahren soll. Vielleicht schaffe ich es, die Lücke zu schließen. Einen beherzten Sprint nach vorne an diesem kleinen Gegenanstieg. Valverde ist vorne mit dabei, der jetzt hier Tempoarbeit leistet. So, wo bleibt der kleine Gegenanstieg? Da hinten sehen wir die Fahrer, aber es sind auch nur noch 10 Kilometer. Also wenn ich jetzt gleich in diesem Anstieg nach vorne gefahren käme, könnte ich... Okay, ich probiere es jetzt hier in dieser Rechtskurve. Versuche ich zu dieser Gruppe da vorne zu fahren, mich da kurz auszuruhen. Ach, komm schon, gib mir dein Hinterrad, Bilbao. So, denken wir uns an Bilbaos Hinterrad. Da ist Alaphilippe platt, Bauke Mollema auch. Dann nehme ich jetzt mein rotes Gel. Dann fahren wir jetzt auf Bilbao drauf. Von hinten kommt das restliche Feld, aber wir sind gut positioniert. Mollema setzt mal die Tempoverschärfung, aber der Junge ist mehr oder minder platt. Dann attackieren wir jetzt hier über die Kuppe drüber. Gibt es nochmal eine Abfahrt. 7 Kilometer noch bis ins Ziel. Kräftetechnisch könnte das reichen, aber wird schwer. So. Hier jetzt mal eine gute Abfahrt reinsetzen. Das wäre doch mal eine hübsche Abwechslung. Ja, die Kurve haben wir ordentlich genommen. Hier kann man nochmal ein bisschen durchatmen. Und dann jetzt 5 Kilometer Einzelzeit fahren für Thibaut. 30 Sekunden hat er Vorsprung aufs Hauptfeld. Bilbao noch hinter uns. Aber Thibaut, der kann gut Tempo bolzen. Der ist heute gut in Form. Vielleicht geht da was. 4,2 Kilometer noch. Immer noch über 30 Sekunden aufs Hauptfeld. Mollema 23 Sekunden und Peo Bilbao 16 Sekunden hinter uns. Oh, das könnte wieder ein hervorragender Sieg für Thibaut werden. 25 Sekunden, das sieht sehr gut aus, aber es sind noch 3 Kilometer. Ich nehme jetzt mal das blaue Gel, das muss jetzt rein. Haben wir ja zum Glück noch, das heißt, da können wir wirklich gleich nochmal volles Tempo bolzen. Cool sagen, 30 Sekunden jetzt nur noch. Aber die haben jetzt auch nicht mehr so viele Helfer, die da jetzt noch Nachführarbeit leisten könnten. Jetzt wieder hier vollsten Einsatz fahren über die Temposteuerung. Letzter Kilometer, Saint-Gaudens. Wird das der nächste Sieg für Thibaut? Es sieht verdammt gut aus. Da hinten kommen sie zwar angesprintet, aber es sind noch über 30 Sekunden. Jakob Fuglsang, der da jetzt nochmal in die Offensive geht. Aber es wird nicht reichen. Es wird der nächste Sieg für Thibaut. Im richtigen Moment haben wir da die Attacke setzen können. Und dann gewinnen wir hier vor Isagire wahrscheinlich. Und Thibaut darf sich einmal mehr feiern lassen. Da hat die Etappe nicht so gut angefangen, aber sie hat ein Happy End gefunden. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, lasst es mich gerne mit einem Daumen nach oben wissen. Würde meinen Kanal und mich enorm unterstützen. Und ich habe ja noch gar nicht über die 200 Abonnenten geredet. Da muss ich mir auch überlegen, ob ich irgendwann nochmal Zeit und Kraft habe, ein Abonnenten-Special rauszuhauen. Aber es ist jetzt gerade wirklich Uni-Stress bei mir, die Klausurenphase beginnt. Und wenn man so ein Abonnenten-Special machen würde, müsste man ja was Besonderes machen. Lasst mir auf jeden Fall, ich möchte auf jeden Fall sagen, dass es mich enorm, enorm gefreut hat, die 200 Abonnenten geknackt zu haben. Das ist eine ganz, ganz große Sache für mich. Euch in dem Zuge auch nochmal ganz herzlich bei Vasi bedankt, den die meisten von euch ja wahrscheinlich kennen, der mich immer wieder supportet hat, der immer wieder die Werbetrommel für meinen Kanal gerührt hat und dem ich ganz, ganz, ganz viele der 200 Abonnenten zu verdanken habe, dem ich auch wirklich auch zu großen Teilen verdanken habe und natürlich auch euch zu verdanken habe, dass es auch wirklich eine coole Community ist, die sich hier versammelt hat. Wirklich sehr, sehr angenehm und schön, immer wieder mit euch in den Kommentaren zu diskutieren. Es ist wirklich einfach schön und aktuell macht mir YouTube auf die Art und Weise sehr, sehr, sehr viel Spaß. So, wir genießen die Siegerehrung, wenn sich das Spiel dazu entscheidet, sie uns zu zeigen. Da sehen wir nämlich Thibaut, der einen weiteren Etappensieg fürs Team DSM einheimst. Gesamtwertung weiter Tadej Pogacar, Punktewertung Fanart, Bergwertung natürlich Thibaut, Nachwuchsfahrerwertung Pogacar. Und dann gucken wir jetzt nochmal neben dem Etappensieg, ob wir uns in der Gesamtwertung nochmal ein bisschen rangerobbt haben an die Top 4 mit Thibaut. Ich denke, wir werden da auch bald wieder rausfliegen, aber Top 10 könnte insgesamt drin sein.
Also Tiju Benoit, 23 Sekunden haben wir Van der Poel, Roglic und so weiter abgenommen. Und dann nochmal 10 Sekunden Zeitbonifikation. In der Gesamtwertung sind wir damit weiter auf Rang 4. Aber Egan Bernal hat noch 1,5 Minuten und dem schlottern sicherlich schon die Knie vor diesem absoluten Bergspezialisten Tiju Benoit. Nee, Spaß beiseite natürlich nicht. Aber nach hinten sind die Abstände doch schon sehr deutlich. Also da kann man vielleicht diese Top-Platzierung mit Tiju Benoit eventuell sogar halten. Und das wäre also auf dem Schwierigkeitsgrad mit Tiju Benoit eine Top-5-Ergebnis bei der Tour de France. Das wäre schon richtig krass, damit hätte ich nicht gerechnet. Dann sind wir hier in der Bergwertung, Vorsprung weiter deutlich. Allerdings, Alaphilippe hat ein bisschen aufgeholt. Dann müssten wir eigentlich mal demnächst mal wieder ein paar Bergwertungen für uns ziehen. Und das würde eigentlich heißen, dass wir in der Gesamtwertung uns ein bisschen zurückfallen lassen müssen. Also es ist natürlich kompliziert und heikel. So, Punktewertung Van Aert. Und da seht ihr auch, warum ich mit Boulder nicht mehr mitsprinte. Der Zug ist abgefahren. Nachwuchsfahrerwertung. Haben wir da irgendjemanden? Pedersen auf Rang 12. Das ist außer Konkurrenz. Team DSM auf Rang 11 in der Teamwertung. Und Kampfgeistwertung Jascha Sütterlin und Tiju Benoit weiter deutlich vorne. Alaphilippe hat da nochmal ein paar Plätze jetzt gut gemacht. Aber ob er den Sütterlin jemals da noch gefährden kann, das halte ich doch für fragwürdig. Dann sehen wir uns zur morgigen Etappe wieder. Wie gesagt, ich habe ja heute meinen persönlichen Wunsch oder Tipp abgegeben, dass wir Simon Geschke heute in der Ausreißergruppe sehen. Das wäre noch so die Frage. Rechnet ihr euch noch einen weiteren deutschen Etappensieg aus? Denn, das habe ich ja so im Vorfeld mich persönlich jetzt nicht so angenommen, dass wir da einen deutschen Etappensieg sehen werden. Nils Pollitt bei der Tour hat dann wirklich eine hervorragende Arbeit geleistet und den deutschen Etappensieg eingefahren. Ich bin mal gespannt, vielleicht geht ja sogar noch einer. Also Simon Geschke könnte da heute vielleicht ein Wörtchen mitreden. So, das war's dann jetzt aber endgültig und dann sehen wir uns morgen schon wieder. Bis dahin, ciao. Haut rein.